Hallo, heute zum 14. Türchen. Heute ist schon wieder Freitag, Start ins Wochenende. Gibt es ein Bier vom Erbierist Philipp Kopp. Ursprünglich stammte er hier aus Vielzahlen, wohnt aber mittlerweile in Jodoigne. Und er hat so eine Leidenschaft entwickelt oder hatte die schon länger. Und nach dem Tod seiner Großmutter hat er sich entschieden dazu, das Bier zu benutzen als quasi Zusammenführung verschiedener Leidenschaften. Zum Beispiel hat er eine Passion für Permakultur, also Landwirtschaft unter anderem der kurzen Wege, für Bienen, also Imker, und auch für Pflanzenheilkunde und Hypnose und so weiter und so fort. Also alles zusammen in ein Bier zu packen oder in verschiedene Biere zu packen und dadurch auch wieder alte Gewürze, alte Kräuter noch mal ins Gedächtnis zu rufen, die bei unseren Großeltern eigentlich noch immer Verwendung fanden im täglichen Leben und teilweise auch heilende Pflanzen darunter waren. Heute haben wir also das L'Aphrodisiaque und mittlerweile hat er eigene Gläser entworfen, finde ich eine coole Idee. Ein Erlenmeyer-Kolben für die Klugscheißer unter uns. Ich musste das nachschauen, ich wusste nicht mehr, wie es genannt wird. Er selbst nennt sie Erlenmeyer-Kolben. Mal schauen, wie sich das mit dem Schütten hier verhält. Er hat mir extra eine Ladung davon letzte Woche bis nach Malmedy besorgt. Und eben, wer schon den Wortwitz hier rausgelesen hat, L'Aphrodisiaque, mit Gewürzen drin, denen eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird. Hier ist Ingwer drin, hier ist Hibiskus drin, Ginseng und Nelken und das alles dann auch noch aus biologischem Anbau. Und es ist natürlich Weizen drin, denn wir haben hier ein Blanche Rosé, wie man schon schön sehen kann. Ein wenig Roséton ist damit drin. Man hat auch schon in der Nase so einen leichten fruchtigen Einschlag, rote Früchte, vielleicht ein bisschen Erdbeere. Jeden Fall sehr fruchtig, blumig ein bisschen. Dann hat man so den typischen Blanche-Geschmack da drin. Dann kommt jetzt so langsam der Ginseng, der Ingwer, der so ein bisschen eine wärmende Wirkung hat. Ein sehr leichtes Bier, sehr leicht zu trinken, wie so ein Blanche eben sein muss. Leicht, nicht zu auffallend und trotzdem hat man hier durch die Gewürze immer so ein bisschen, das dreht so ein bisschen im Gaumen noch weiter, auch durch die Nase. Da ist ein perfektes Sommerbier, oder? Heute den Tag natürlich nicht zufällig ausgewählt. Der 14. in 2 Monaten ist schon wieder Valentinstag. Wer also da mal ein besonderes Geschenk braucht, kann sich entweder bei mir melden oder direkt bei Philipp auf seiner Seite. Seine Biere gibt es unter anderem in Malmedy zu kaufen. Oder auch mal, wenn er in der Gegend ist, kann man auch bei mir eine Bestellung aufgeben. Wirklich eine tolle Sache. Er hat erst jetzt Anfang des Jahres angefangen damit. Und ist immer sehr aktiv. Er macht immer schön Bilder da, wo er seine Biere liefert, unter anderem auch mit mir. Hat er es damals gemacht oder damals vor 2 Monaten, als er das Bier gebracht hat. Finde ich eine tolle Sache. Schönen Start ins Wochenende damit. Und morgen geht es dann schon mit dem 15. Türchen weiter. Ich sage Prost und bis morgen.